Ja, nach dieser zweiten Nullnummer begrüße ich nun den Trainer der Blau-Weißen bei mir, Hans König. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Grüß Gott. Haben Sie sich das gedacht, dass Sie nach zwei Runden ohne Punkt dastehen? Eher nicht, nehme ich mal an. Naja, wenn man ehrlich ist, sicher nicht. Wir sind im Vorfeld als Favorit gehandelt worden und haben sehr gute Vorbereitungsspiele gezeigt. Und damit haben wir auch mit einem guten Start rechnen müssen, aber der ist leider in die Hosen gegangen. Jeder hat gesagt, mit diesem Kader ist viel möglich. Wenn man jetzt das Spiel gegen Perg gesehen hat, dann ist man irgendwo zum Eindruck gekommen, da spielen Leute mit, die sich sehr sicher sind ihres Platzes in der Mannschaft. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass jeder weiß, dass er um sein Leibchen kämpfen muss und die Mannschaft ist dann und für sich auch gewillt, das Beste zu geben. Aber ich glaube, das hängt mit dem Vorfeld ein bisschen zusammen. Der Druck auf die Spieler ist enorm gewesen. Man hat gewusst oder man hat sie zum Mitfavorit auf den Titel gemacht. Und damit dürfte die Mannschaft nicht ganz fertig geworden sein. Wir haben in Rohrbach trotz dummer Ausschlüsse, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Und wir haben mit eigentlich Pech keinen Punkt gemacht, obwohl wir zwei Spieler weniger waren. Und hatten aber zu Hause gegen Berg die Hosen voll, möchte ich fast sagen. Wir haben uns nichts getraut, in der Offensive auch nicht. Und wir waren alle sehr gehemmt. Und das ist, glaube ich, vielleicht vom Vorfeld her der Druck, der derzeit doch auf die Mannschaft ein bisschen lastet. Aber eigentlich sind ja doch routinierte Spieler in der Mannschaft. Da sollte man doch meinen, dass die mit so einer Belastung leichter fertig werden als andere. Ja, es sind einige routinierte Spieler drinnen in der Mannschaft, aber auch einige wieder, die sehr jung sind noch. Und einen Druck verkaufen, ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Routine zu tun, weil die wenigsten sind diesen Druck gewöhnt gewesen, dass man im Vorfeld schon sagt, die spielen um den Titel mit. Und mir wäre es lieber gewesen, wie in den letzten Jahren, was geheißen hat, naja, Blau-Weiß oder früher mal der Park, die spielen gegen den Abstieg. Da hat sich jeder beweisen wollen und da war es ein bisschen leichter. Und die Mannschaft hat nicht diesen Druck gehabt wie jetzt. Ich meine, man sieht ja, sagt, ihr müsst mitspielen, ihr müsst Bombenleistungen bringen. Dass es geht, hat die Vorbereitung gezeigt. Vielleicht ist uns da so manches auch zu leicht gefallen und damit hat man diese Startphase ein bisschen unterschätzt und verschlafen. Waren Sie überrascht von der Selbstsicherheit, mit der der Aufsteiger aus Berg agiert hat? Na, überrascht eigentlich nicht. Ich habe gewusst, dass die Berger nach vorne hin eigentlich eine sehr gute Mannschaft haben. Und sie haben sich in der Defensive mit zwei, drei Leuten gut verstärkt. Und mir war es bewusst im Vorfeld schon, dass das sicher kein leichtes Spiel wird. Und die Berger haben halt mit der Leichtigkeit und mit der Sicherheit eines Aufsteigers agiert. Und man muss das im Nachfeld sagen, verdient drei Punkte aus Linz geholt. Erfreulich ruhig waren dieses Mal die Fans nach den Tumulten, wie man hört, ich habe es nicht selber gesehen, die es in Rohrbach gegeben hat, war ein sehr zahmer blau-weißer Anhang dieses Mal am Platz. Hat es da ein ernstes Wort gegeben? Hat man da die Richtigen herausgefischt und mit denen Deutsch geredet, dass sonst eine Strafe und eine Platzsperre droht? Ja, ich glaube, man hat da im Laufe der letzten Woche einiges in den Medien gelesen und im Fernsehen auch gehört, im Radio. Der Präsident hat die Fans versucht, vernünftig zu werden und man muss eines einmal sagen, es leiden auch die Fans unter einer Handvoll, unter Anführungszeichen möchte ich sagen, Idioten. Also es sind wirklich von 300 Fans oder was in Rohrbach mit waren 10 oder 15, die ausgerastet sind und diese 10 oder 15 schaden dem Verein sehr. Obwohl man auch hier heute sagen muss, es sind auch zum Teil, glaube ich, die Vereine teilweise selbst schuld, so wie es in Rohrbach war. Sie sind darauf hingewiesen worden, dass manche in den Rucksäcken Getränke mitnehmen, also Flaschen. Aber da haben sich die Kassierer und alle haben sich die Hände gerieben und haben gesagt, naja, heute machen wir das Geschäft unseres Lebens und haben sogar im Bereich der Blau-Weiß-Linz-Fans noch Zapfsäulen aufgestellt, um dementsprechend das Geschäft zu machen. Also das ist jetzt die eine Seite. Die andere ist mir auch zu Ohren gekommen, war die, dass man sehr wohl sehr viele Rucksäcke kontrolliert hat und auch Bierflaschen und so weiter aus dem Verkehr gezogen hat. Ein paar dürften wir offensichtlich übersehen haben. Aber ich glaube, wir wollen das Thema mit den Fans nicht allzu weit ausbreiten. Dieses Wochenende war es ruhig und wenn es so bleibt, dann glaube ich, sind alle zufrieden. Würde ich auch sagen. Also wir wünschen uns solche Fans, wie sie am Freitag an und für sich waren. Die haben uns unterstützt, haben versucht, dass sie die Mannschaft anpeitschen. Und diese Fans wünschen wir uns. Und ich glaube, wenn wir solche Fans haben, dann ist der Verein
Und das ist, sage ich nach wie vor, eine Riesenbereicherung für die Landesliga. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass es am Wochenende, da steht wieder ein Heimspiel auf dem Programm, die ersten Punkte gibt. Und ich sage Dankeschön fürs Kommen bei uns im Studio, Hans König. Bitte, Genschi. Und nun, liebe Zuschauer.